so ein Diebstahlfilm, wo irgendwas geklaut werden soll. Da gibt es ja zurzeit auch immer recht viele. Und dann haben wir noch Future World, das Land von übermorgen. Schauen wir einen älterer Film. Ah, jetzt haben wir gerade unser Schwert verkauft und so. Ich glaube 8000 Gold, das haben wir eingenommen. Naja, I don't know, Katzenklo. 2 Jahre ist es her, dass Roboter die Besucher des Freizeitparks Delos attackierten und töten wollten. Nun wird Delos wieder eröffnet, komplett überarbeitet mit neuen Attraktionen, neuen fantastischen Welten und neuen Robotern, die völlig sicher sein sollen. Sehr sicher, sehr, sehr sicher. So sicher wie der Terminator. Die beiden Journalisten Tracy Bollard und Chuck Browning wurden eingeladen, um bei einer PR-Vorführung den neuen Park zu bereinigen, bezichtigen. Oh scheiße, hinter dieser Tür hört er ein Poltern. Oh oh. Oh oh, oh, was ist das? Das ist aber kein Skelett, das braune Ding da. Bewegt es sich? Oh ja, es bewegt sich. Oh, scheiße, was ist das? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es ist, das ist doch Chewbacca, aber... Chewbacca und sie ist... Butter, Chewbacca, 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 I don't know. Naja. Ach, die können doch bestimmt eh nix. Aber wir sind gerade in so einem Film beschäftigt. So Journalisten, die in so einem Freizeitpark sind. Na, PR-Vorführung von einem Roboterpark. Dabei blicken sie hinter die Fassaden der Fantasiewelt und finden heraus, dass auch im neuen Delos nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Natürlich nicht, sonst wäre der Film ja langweilig, wenn alles mit rechten Dingen zugehen wird. Das hätte jetzt gar keiner gedacht, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Naja. 2 Jahre nach dem Erfolg von Michael Christens Science-Fiction-Klassiker Westworld, dann mit Future World, das Land von übermorgen. Eine Fortsetzung, die dem Original in nichts nachsteht und mit großartigen Darstellern, einer beängstigenden Story und grandiosen Spezialeffekten zu seiner Zeit selbst zu einem Kultfilm des Genres wurden. Der Film ist aus 1975, also kann man sich auf derbe Spezialeffekte gefasst machen. Okay, den schaue ich mir auch auf jeden Fall an. So, jetzt sind wir gerade in den Kampf beschäftigt. Mit 2 Hügeltrollen, na, die können bestimmt... Oder Höhlentrolle. Ja, ich glaube Höhlentrolle. Oh, die haben den Paladin schon ziemlich vermöbelt. Er zieht sich gerade zurück. Aber Update zu unseren Angriffen. Der Talion, der Krieger, der kann jetzt 2 Schläge auf einmal machen. Der haut also 2-mal zu. Und der Sieg, der schlägt auch 2-mal zu oder schießt 2-mal mit seinem Bogen. Der Paladin, ich weiß nicht, wie oft er zuschlägt, 1 oder 2 Mal. Auf jeden Fall trifft er nicht und wenn er mal trifft, macht er eh keinen Schaden, der Paladin. Also ist das scheißegal. Und der Toban hier, der schlägt sogar 3-mal zu. Das ist sehr nice. Ja, ihr habt richtig gehört, er schlägt nicht 1-mal zu, er schlägt gleich 2-mal, nein, nicht nur 2-mal, schlägt gleich 3-mal auf einmal zu und er kann halt schon so ein Skelett mit 1-mal wegrotzen. Das ist so geil. Fast so geil wie ich, aber auch nur fast. Na gut, er ist geiler, ich schlag nicht 3-mal zu. Falls ich irgendwann mal kurz weg muss, ich war gerade noch auf dem Paket, das muss kommen, laut DHL-Meldung. Ja, kommt's heute. Wir haben schon 13 Uhr, da müsste eigentlich jederzeit kommen. Also wenn ich mal kurz das Headset wegschmeiß, dann muss ich ein Paket annehmen. Oh, ein Brückentroll ist weg, das ist super. Bei Brückentrollen muss man echt aufpassen, die hauen einfach mal so... Die schlagen 2-mal zu und schlagen dann mal 40 Schaden und 20 Schaden zu, hauen dann mal... Also so 60 bis 80 Schaden auf einmal raus. Muss man gut aufpassen. Na, ich heile schon die ganze Zeit mit unseren weißen Magier. Aber die Zauber gelingen leider nicht immer. Also, muss man schon aufpassen.
Was ich total gerne esse. Kennt ihr das Knäckebrot? Das schon fertig überbacken mit Käse ist und dann noch ein paar Sonnenblumen drauf. Das schmeckt so geil. Und ich jetzt in der Tuberschüssel immer ein paar so Knäckebrote da mit Käse überbacken und Sonnenblumen. Da muss ich gleich nochmal beißen. Das schmeckt so geil mit Knäckebrot mit Käse überbacken, also dunkles. Und dann noch Sonnenblumen, Kürbiskerne drauf. Die weiße Marke ist jetzt ziemlich OOM. Naja, mal schauen, ob wir es packen. Jetzt sagt einer, oh, der Paladin, der kann doch so runter, der kann doch heilen, der Paladin. Nein, kann er nicht, weil es so blöd überhaupt einen Zauberspruch zu lernen. Und wenn er mal einen Zauberspruch gelernt hat, wie Heilung 1, das bringt es halt einfach nicht. Und dann versemmelt er die Zaubersprüche auch immer. Ich kenne das ja noch, Paladin. Bis bin ich... Ich hätte ihn lieber Krieger lernen lassen sollen. Als Krieger würde er wegen Schaden machen oder irgendwas. Naja, ich weiß auch nicht, warum ich den Paladin gelernt habe lassen habe. Oh scheiße, der Brückentroll hat uns für 39 Schaden getroffen. Na, das sieht man wieder, wie der, wer da reinhauen kann. Da muss man schon aufpassen. Der Schwarzmagier ist auch jetzt OOM. Out of Mana. Ah, und dann haben wir noch besiegt. Super. 50 Erfahrungspunkte, naja. Aber 518 Gold haben die bei sich, das ist sehr gut. So, würde ich mal sagen, gehen wir mal raus zum Rasten. Spielen wir mal ein Camper, also... Nicht Camper die Serie, obwohl die Serie auch toll ist, Camper, naja. Was haben wir denn hier? GEZ-Gebühren, Zahlungsbescheid, okay. Mal kurz die Überweisung auswählen. Ja, es gibt Leute, die bezahlen GEZ-Gebühren, nächstes Jahr muss es eh jeder zahlen, also von daher. Na, Mundsitz. Bankleitzahl. Kontoinhaber. Kontonummer. Na, die hättet ihr jetzt gern. Welches Datum haben wir heute? Kann ich jetzt irgendwie aus dem Fenster rauslegen, ohne dass die Aufnahme ausbricht? Na, ich versuch's mal. 8. haben wir heute. Okay. Okay.
Dann können wir die am Montag hoffentlich zur Arbeit einschmeißen, die Überweisung, und dann ist GZ auch wieder geregelt. Oh, da haben wir ein paar Fackeln gefunden. Uhu, super, ich bin begeistert. Die kosten uns nur noch mehr Gewicht, dass wir noch weniger schwer damit schleppen können. Die Skelette, wo ihr das seht, das sind soll übrigens Leichen darstellen. Also... Oh, da hören wir wieder Gepolter. Willst du angreifen oder fliehen? Wir greifen natürlich an. Wir sind schließlich keine feigen Franzosen. Kurz überleg... Aber die Post ist ja heute ziemlich spät dran. Naja. So, dann haben wir wieder zwei Höhlentrolle. Oh, 31... oh. Paladin für 31 Schaden getroffen, aber naja, der Paladin ist halt so... Ach. Na, ich könnte vielleicht den Paladin raushauen und wieder den Halborg mit reinholen, dann habe ich drei Krieger. Na, scheiße, der Halborg hat noch so ein niedriges Level. Es wäre echt eine Überlegung, die Paladin rauszuhauen und noch einen Krieger zu holen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ja, ich glaube, das mache ich wirklich. Dass ich dann das nächste Mal, wenn ich wieder spiele, den Paladin rauskick und einen Krieger dazu hole. Das wäre eigentlich eine super Idee, oder? Dann haben wir drei Leute, die ordentlich Damage machen. Der Krieger macht... selbst der Dieb macht mehr Schaden als der Paladin. Diebische Dieb. Fireball. Let's use the Fireball. Na, der weiße Magier hat wieder ordentlich zu tun, den Paladin hochzuheilen. Da dieser nichts aushält, keinen Schaden macht und so ein Versager ist, ich glaub's einfach nicht. Oh, 30 Schaden auf dem Paladin. Und 28, 58 Schaden. Der Paladin ist... Und dabei muss man ja denken, der Paladin hat ein Schild und die beste Rüstung, die wir haben. Ja, und die anderen haben alle zwei Handwaffen und bekommen trotzdem weniger Schaden. Das ist unglaublich. Das ist ein Affront an meine Kochkunst. Es ging gegen mich, das ist wirklich ein Affront. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Der Paladin besitzt einfach keine Kochehre. Das ist schrecklich. Oh, ein Troll ist weg. Das ist schon mal super. Wenn der Paladin weg wäre, würden wir uns natürlich auch alle viel mehr freuen. Obwohl, ich hätte gern lieber schon so einen Troll in der Gruppe als so einen scheiß Paladin. Ich glaube, den Paladin hatte ich einfach bisher nur aus Mitleid dabei. Oder so als Paladin-Quote, die man erfüllen muss. So ähnlich wie eine Frauenquote plus eine Paladin-Quote. Weil Paladine sind ja so ähnlich wie Frauen. Irgendwie zu nichts zu gebrauchen, aber... das habe ich jetzt nicht gesagt.
Frauen sind zu vielen Dingen zu gebrauchen, zum Beispiel für lustige YouTube-Videos, wenn sie einparken. Ja. Zum Beispiel so ein Video, da parkt eine Frau ein und reißt einfach mal einen ganzen Gartenzaun mit weg. Ja, auch der Gartenzaun, der ist mir einfach in das Auto gerannt. Ich kann nichts dafür, nein. Der Gartenzaun war schuld, der ist mir einfach... Oder so eine Frau, die hat Mann überfahren auf der Straße. Eigentlich eine übersichtliche Straße. Dann die Frau so, ja, Herr Richter, ich weiß auch nicht, wie es geschehen ist. Der Mann ist mir wortlos über, einfach unter das Auto gelaufen. Ja, genau. Da kann ich eigentlich auch schon mal eine schöne Geschichte erzählen. Da war ich 16. Ne, 17, 18. Ja, zwischen 16, 17 oder 18. Bin ich gerade mit meinem Rollerchen schön und gemütlich durch die Stadt zum Vorstellungsgespräch gefahren. Und was ist da passiert? Ich bin auf der Hauptstraße gefahren, hab Vorfahrtsschilder nur die ganze Zeit vor mir gehabt, schön gemütlich mit 45 auf den Roller. Und dann fahr ich so gemütlich, ja, gemütlich. Plötzlich 5 Meter vor mir fährt jemand vor die Straße, schaut mich blöd an, bremst und ich fliege mit meinem Roller über die Motorhaube. Sehr lustig. Nicht? Und was steigt aus dem Auto aus? Eine Frau. Vorfahrt genommen, nicht geschaut. Ach, das ist eine vielbefahrene Straße.